den bekomme, ziehe ich mich nackt aus, sag ich jetzt schon. Ich bin langsam auch echt am Arsch. Ich hab keine Lust mehr. Immer passiert so eine Scheiße. Hallo. Hey, Leute vorne im Bus, winkt mal kurz für Instagram Story. Hallo. Hallo. Heute willkommen zu Campus. Abfahrt! Ja, jetzt fahren wir nach Koblenz auf den Münzplatz. Da warten ganz viele Jeckenmenschen im Regen auf uns. Heute ist der 11.11. und ja, wir freuen uns jedes Jahr immer mehr drauf. Heute spielen wir 8-mal und geht ab. Geht auf jeden Fall ab. Wir haben jetzt 12 Stunden sind wir jetzt unterwegs und wir sind heiß, wir haben Bock und Feuer. 3, 2, 1, das haben wir Glück mit dem Wetter, was? Ja, wir sind jetzt in Koblenz angekommen gerade, warten auf unseren Auftritt. Ich glaube, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, also alles sehr entspannt im Moment. Schön gemütlicher Start in den Tag. Es wird sich zum Abend hin wahrscheinlich ein bisschen ändern. Aber gut, das kennen wir ja schon, also werden wir mit zurechtkommen. Aber es sieht sehr cool aus. Brings spielen gerade, gute Stimmung. Top. Ich bin überrascht. Oh, komm, ey. Ja. Hast du gedacht, der Engel, der sieht super aus, muss ich auch machen. Eben. Also hier ist eine Mega-Stimmung. Also hier ist nicht so richtig Schunkelstimmung, hier ist ein bisschen mehr Party, habe ich das Gefühl. Toni, Toni, noch einmal! Der Auftritt war ziemlich geil, direkt 5000 Leute hier, besser kann man nicht anfangen. Ja, der Auftritt war überragend, also wirklich wahrscheinlich der geilste, den wir jemals gespielt haben. Was hast du vergessen? Komm, Steckkoffer. Nein, lauf, Junge, lauf. Wir sind jetzt gerade hier in Bad Godesberg auf dem Marktplatz angekommen und ja, es geht jetzt gleich los. Das Wetter ist nicht so sonderlich, aber naja, müssen wir durch. Ich hoffe, die Stimmung ist besser. Aber so wie der Auftritt eben war, bin ich da ganz zuversichtlich. Genau. Also, ob das die Toilette ist, das ist ein Restaurant. Sehr schön. Sehr schön. Dann dachte ich mir, hey, gehst du auch mal rauf? Habe ich gemacht und war etwas übermütig. Der Boden war sehr rutschig, wie ich dann gemerkt habe. Bin ausgerutscht und habe mich hingelegt, den Zug auch noch. War geil. War eine Erfahrung und das mache ich aber nicht nochmal heute.
Da sind wir. Hallo. Wir sind gerade in Düsseldorf und wie man hört, steht gerade Drinks vor uns auf der Bühne. Ziemlich geil. Und ja, dann kommen wir danach und ballern ordentlich. Dann läuft das. Ja, wir sind jetzt kurz vor unserem vierten Auftritt. Dann haben wir die Hälfte geschafft. Dann kommen die nächsten vier. Wir freuen uns. Die ersten körperlichen Ermüdungserscheinungen treten auf, aber wir sind viel im Bus und können uns erholen. Von daher sollten die nächsten vier auch kein Problem sein. Wir freuen uns. Tony! Tony! Noch einmal! Jedes Wochenende. Ich würde am liebsten immer hier spielen, das ist richtig geil. Und natürlich, wenn die Technik das ordentlich macht wie hier, dann... Ja, die machen, heute machen die echt einen Mega-Job, die sind ja so fix, das ist richtig geil. Drei von vier Technikern leben noch. Ja, stimmt, einer hat eine Hand verloren, aber sonst... Oh ja, richtig geil in der Tür eingeklemmt. Sag mal deinen Namen. Ja, hier ist ein richtig schöner Schnitt. Den habe ich übrigens verarztet, ja. Deswegen sieht es auch so scheiße aus. Verband an hier. Ersthelfer. Immer passiert so eine Scheiße. Ja, siehst du, genau das ist passiert. Was hast du gemacht? Nee, ich habe das, was ich mit Nico immer gesagt habe, er sollte nochmal nachkontrollieren. Jetzt habe ich Silvernig an der Straße. Der hat sich selber eine Adresse gesucht. Ja, wir haben ja Zeit ohne Ende, ne? Ja, ja. Poppes reißen. Nie zu spät, immer richtig. Das ist super. Jetzt abgestempelt zum Sachen. Ich komme ja! Ja, ich will das mal. Super, ja, Weihnachtsspiele fragt mich keiner was. Habt ihr noch Kraft? Ja, klar. Jetzt geht's erst los. Jetzt sind wir in Köln gelandet. Eben waren schon einmal Halle Tor 2. War ein bisschen jüngeres Publikum. Ich nehme an, so wie wir den Wartesaal kennen, geht's jetzt ein bisschen nach oben vom Altersschnitt. Aber das ist ja nicht schlimm. Ja, wir haben Bock. Der Session, also jetzt mal in Kampftagen, die 11.11. oder Weiberfastnacht sind wir mit vier Leuten unterwegs. Das heißt, noch ein Techniker ist mal undercover. Undercover im Bandbus unterwegs. Ich kann diese Zeit leider nicht genießen, also ich muss das immer so von außen betrachten. Aber ich muss mal so sagen, wenn man abends fertig ist, trifft man sich nochmal und freut sich zusammen über den geilen Abend, der gelaufen ist. Und das ist immer ziemlich geil. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ermüdungserscheinung, nein. Sowas kenne ich nicht. Und wir alle nicht. Wir geben immer Vollgas. Wenn einer anzählt, dann sind wir alle da. Und dann geben wir 100%. Und zwischendurch gibt es ein paar, die müde sind. Ich gucke keinen an, aber ne? Jonas? Was? Hey! Ich bin nicht Jonas! Hey! Trotzdem, hey! Genau gesehen, wie du eben geschlafen hast, ne? Frechheit! Ha ha ha!
sind jetzt gerade in Herzogenrath angekommen. Irgendwo Richtung Aachen, wie ich hörte. Herzogenrath, ich glaube, das ist so Richtung Aachen. Wenn wir einen ganz langen Tag unterwegs sind, tatsächlich je später es wird, desto mehr Bewegung kommt rein, desto sicherer wird alles und desto mehr Spaß hat man auf der Bühne. Von daher, die letzten beiden werden super. Ich glaube, das wird ganz cool jetzt nochmal. Und nachher dann Tanzsprung, da geht's richtig ab. Letzter Auftritt. Also, das ist die Nummer 7 von Aachen jetzt gerade. Läuft. Ja, ich hab ja nicht gesagt, geht davor auf Toilette. Ist okay. Freunde, ey. Kommst du. Demnächst meldest du dich ab hier. Sorry. Die waren dann ein paar Minuten zu spät und dann, wenn man einmal so in so einer engen Taktung ist, dann ist halt jede Minute wichtig. Ja. Aber jetzt sieht's ja noch ganz gut aus. Wenn der Peter keinen Unfall baut, kommen wir noch pünktlich. Also alles im Rahmen. Mit 8 Auftritten ist das, glaube ich, der drittvollste Tag, den wir je gemacht haben oder sogar der zweitvollste oder so. Wir haben noch getoppt jetzt vor 3 Wochen fast nach dieses Jahr, dann mit 10. Und dann ist immer was Besonderes. Aber wenn dann alle zusammenarbeiten, der Busfahrer, die Musiker, die Techniker und ich laber da auch noch ein bisschen mit rein, dann kriegen wir das meistens irgendwie ganz gut hin. Nur die klassischen Makabel raus, beim Gitarrenamp, das war das Einzige, was uns heute passiert ist, aber das ist halt normal beim Rock'n'Roll. Ne? Ansonsten ist alles reibungslos gelaufen, Anlagen waren alle geil. Ich kann mich nicht beschweren, war ein geiler Tag heute. Geile Auftritte, da hat richtig Bock gemacht. War mega. Und Fluss, Ausrutscher war auch ganz lustig. Was die Gruppe jetzt gebracht hat, war natürlich zum Vorsatz von letztem Jahr. Super Typ! Super! Viel besser. Nochmal eine Schippe draufgelegt. Ja, wirst du die Band auch weiterhin mit dem Bus begleiten? Nein, ich habe keine Lust mehr. Nein, da wird noch der ein oder andere wird noch dazukommen. Also die stressigen Tage, die werde ich natürlich fahren. Achtmal Power, achtmal Spaß, achtmal geiles Publikum. Ja, es war richtig geil. Jetzt auch um die späte Uhrzeit, hat noch mega Bock gemacht. Leute waren am Start. Köln ist halt immer eine feste Burg. Ciao, Sie!